Gute Nacht für euch alle. Und so tief in der Nacht gibt es nur noch eine ganz kleine Geschichte, eine gute Nachtgeschichte oder eine guten Morgengeschichte oder eine Taggeschichte, ganz wie ihr wollt, von Franz Hohler. Die Taube. Eine Taube flog über das Kriegsgebiet und wurde vom Rotorblatt eines Kampfhelikopters zerfetzt. Eine ihrer schönen weißen Federn schwebte in den Hof eines Hauses, wo sie von einem Kind aufgelesen wurde. Kurz darauf mussten die Großeltern und die Mutter mit dem Kind flüchten. »Wir nehmen nur das Nötigste mit«, sagte die Mutter, raffte ein paar Kleider zusammen und stopfte sie mit ihren Dokumenten und etwas Geld und Schmuck in einen Koffer. Der Großvater füllte zwei Flaschen mit Wasser, die Großmutter packte das letzte Brot, einige Äpfel und eine Schokolade ein. Das Kind nahm die Feder mit. Weil der Krieg noch nicht vergessen ist. Weil er immer noch weitergeht. Leider. Wir dürfen es nicht vergessen. Deswegen die Geschichte. Schlaft gut weiter. Bis morgen.